Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei angewandte Verwirrung für Leitwegtabellen. Wir wissen auch nicht, was wir uns eigentlich mit dem Talk gedacht haben, oder? Ja, das war so eine Sache mit Bereichen, das mal ein und jetzt mussten wir es dann auch wirklich machen. Es geht um VPN, ein Thema, das vielen Leuten Angst und Schrecken und schlaflose Nächte bereitet. Martin, was ist denn so ein VPN eigentlich? Ein Virtual Private Network. Da kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Im Prinzip ein virtuelles LAN-Kabel, um verschiedene Netzwerke zu verbinden über das Internet. Nur ohne Stolperfallen. Ohne Stolperfallen. Also eigentlich super praktisch. Klingt praktisch, oder? Ich kann mich an einem fremden Netzwerk anstecken oder einem entfernten Netzwerk anstecken, ohne dass ich ein Kabel brauche. Das klassische WLAN-Kabel. VPN ist es. Mhm. Warum brauche ich ein VPN? Was habt ihr für Ideen? Weil wenn das Händchen da aufzeigt, ganz kurz, seid ihr gefragt. Für Computerspiele. Ja, durchaus. Klassisch so IPX-Netzwerke. So, um quasi alte Games übers Internet mit dem anderen spielen zu können, die früher nur im LAN gegangen sind. Ja, genau. Wofür braucht man VPNs noch? Record-Pros. Verschiedene Standorte von Firmen. Standortvernetzung von Firmen? Ja, du musst schneller machen. Ich nehme einfach Klickleiter. Was hast du gesagt? Dankeschön. Record-Pros. Irgendwo anders in anderen Ländern. Videos schauen könnte, zum Beispiel Netflix und so. Zur Umgehung von restriktiven Netzwerksperren. Ja, auch eine Möglichkeit, genau. Oder was hätten wir noch? Sag ich noch? Ja, bitte. Um ein lokales LAN zu verschlüsseln. Um den Datenverkehr in deinem lokalen Netzwerk vor bösen Angreifenden, die im Wireshark-Workshop auf den Linux-Wochen sitzen, damit du dort hinauskommst. Richtig. Weil fürs LAN verschlüsseln gibt es die Krypto-Trojaner. Für die sicherheitsbewussten Anwender und Anwenderinnen, das würde nämlich immer gelten. Und diese Zielgruppe fallen wir ja alle. Genau. Die Frage, die ich jetzt noch habe, was ist eine Leitwegtabelle? Eine Routing-Tabelle, richtig. Das ist Siemens-Sprech für Routing-Tabellen. Deutschsprachige offizielle Dokumentation. Genau. Aus den deutschsprachigen IT-Begriffen kommen euch solche Sachen wie der Rollkugelmanipulator, die Maus. Gut. Aber bei uns geht es jetzt nicht um Rollkugelmanipulation, sondern um VPN-Lösungen. Derer gibt es viele. Verschiedenste Varianten in offenen und proprietären Lösungen. Manche kosten Geld, manche kosten kein Geld. Sie kosten alle auf jeden Fall Nerven. Unglaublich. Das gibt es auch in Hardware und Software. Ich kann mir da auch so eine Appliance kaufen, ein Castle hinstellen und das macht das dann magisch für mich. Oder also, wenn ihr so eine Box habt, die Privacy verspricht, dann solltet ihr halt auch überprüfen, ob die auch wirklich so konfiguriert ist, dass sie das hält, was sie verspricht. Also, dass da auch Privacy drin ist und dass die da auch drin bleibt. Das ist auch eure Privacy. Die setzen alle auf irgendwelchen Protokollen auf, ne? Das ist ein gutes Stichwort, Protokolle. VPN verwenden Protokolle. Kurz Überblick, was da so kreucht und fleucht an IP-Paketen. Brace yourself. Gibt das PPTP, das Point-to-Point-Tunneling-Protokoll. Ein VPN-Protokoll von Microsoft aus dem Jahre 1999, also das war noch vor Schnee. Das ist da deswegen so charmig rot, weil ihr solltet das wirklich nicht mehr verwenden. Das ist komplett kaputt von vorne bis hinten. Die Krypto ist optional, dann meistens mit 40 Bit, im guten Fall mit 128 Bit und so. Seit 2012 empfiehlt sogar Microsoft selbst, das nicht mehr einzusetzen. Aber es gibt einen Anbieter, der sich standhaft weigert, das nicht mehr einzusetzen. Genau, die K&K Post in Österreich implementiert damit immer noch ADSL-Zugänge über Klingelblatt. Kann man schon so machen. Es funktioniert. Genau, es gibt auch noch ein paar kommerzielle Anbieter, die das anbieten. Also, PPTP nicht mehr verwenden. L2TP, das Layer-2-Tunneling-Protokoll, ist eine Weiterentwicklung von PPTP und dann hat sich auch noch Cisco eingemischt mit dem L2F, mit dem Layer-2-Forwarding-Protokoll. Da ist irgendwie L2TP entstanden, auch nicht mehr einsetzt. Das riecht auch schon ganz komisch. Abgesehen davon, dass es eine Katastrophe zum Implementieren ist und zu konfigurieren vor allem. L2TP hat selber keinerlei Verschlüsselung, die Authentifizierung ist auch nur so rudimentärst vorhanden. Deswegen kombiniert man das Ganze mit IPsec und spätestens bei IPsec kriegen die meisten Leute Angst. Zu Recht. Womit deswegen, genau. L2TP und L2TP über IPsec.
SEC wollte nicht mehr verwenden, Apple bietet das auf ihrem macOS Server zum Beispiel an. Ist easy, hat zwei Möglichkeiten, ein und aus, aber ansonsten will man das eigentlich nicht haben. Dann gibt es natürlich noch ein reines IPsec mit IPv1, so auch ein klassisches Ding, das Leuten in der Systemadministration schlaflose Nächte bereitet. Das ist schon wieder selber ein Konvolut aus Authentication, Header und Encapsulation, Security Payload, aus Security Associated, wollt ihr alles nicht wissen. Ne? Das zu konfigurieren, nein, spart euch das. Es gibt bessere Sachen. Hast du Ambe schon erklärt? Internet Key Exchange, okay. Genau, das ist so der Authentifizierungslayer dazu. Hat verschiedene Modi, will man auch nicht. Einer davon heißt Aggressive Mode, klingt schon mal super. Also ein VPN, das ist aktiv, das tut was, das geht raus und überträgt meinen Pre-Shared Key als Hash im Plain übers Internet. Wenn man jetzt einfach Grafik hat, dann kann man sich den Hash natürlich genauer anschauen und den Pre-Shared Key daraus recovern und dann das ganze VPN dekrypten. Will man nicht haben, spart euch das. Eine Lösung, die kennen wahrscheinlich die meisten hier, OpenVPN. Genau. Ist brauchbar, deswegen nicht mehr in Rot, sondern in Gelb. Tut an und für sich ganz gut, von der Technologie, die darunter liegt, ist es okay. Es ist zum Konfigurieren halt ein bisschen mühsam, aber es geht, wenn man weiß, was man tut. Das einzige Protokoll, das mit reinem UDP und mit reinem TCP-Traffic funktioniert, das heißt, wenn ich es auf TCP konfiguriere, könnte ich zum Beispiel auch über Tor fahren, wenn ich möchte. Kommen wir dann später auch noch einmal darauf zu sprechen, bei OpenVPN ist der Punkt der, dass da zwei Audits gelaufen sind, zwei Security Audits, wo jetzt gerade die entsprechenden Code-Änderungen durchgeführt werden. Das heißt, da haben wir heuer sicher noch ein bisschen Spaß am Gerät, um dann unsere OpenVPN-Installationen hochzuziehen und auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen, bevor sie jemandem anderen gehören. Nachteil, ich brauche meistens einen eigenen Client dafür, kann es aber sowohl für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch ganze Sites damit verbinden. Also an für sich nicht schlecht. Ja, sehr recht universell. Genau. Weiters, andere Möglichkeit wäre. Genau, also wieder IPsec, aber jetzt mit IPv2. IPv2 ist eine Weiterentwicklung von IPv1, ist deutlich schlanker, hat viel weniger RFCs, ist viel sauberer implementiert. Macht saubere Krypto, also moderne Krypto-Ciphers, ist weniger anfällig für irgendwelche Denial-of-Service-Attacken, weil IPv1 hat halt die teure Krypto gemacht, bevor die Verbindung eigentlich steht. Das sparen wir uns mit V2. Also was, da machen wir sichere Krypto. Da machen wir schon Krypto, aber zu einer günstigeren Zeit. Da machen wir das etwas praktischer, genau. Und hat auch eine spezielle Unterstützung für mobile Clients, das heißt, Mobiltelefone und so weiter sind da ganz willkommen mit dem ganzen Protokoll. Und der Vorteil bei IPsec ist, das ist in den meisten Betriebssystemen im Kernel schon drinnen. Ich brauche da keinen eigenen Client installieren, das heißt, das geht out of the box mit einer Konfiguration. Wozu soll ich mir dann eigentlich einen Server installieren oder einen Server betreiben? Ich kann doch einfach einen VPN-Provider nehmen, ne? Ja, kann man machen. Es gibt so Anbieter, da werfe ich kleine Münzen ein oder Bitcoins und die bieten mir so einen VPN-Server an. Die wissen ja, was sie tun. Naja, also da gibt es eine Person, die hat das Pseudonym That Privacy Guy. Die Person hat sich da so kommerzielle Anbieter angeschaut, hat das genau analysiert und festgestellt, manche davon sind etwas problematisch auf ihrer Implementationsqualität. Also die durchgehend rote Spalte, für die, die es nicht mehr lesen können, da steht oben drüber Technical Server Configuration. Ja. Und rot ist nicht gut. Genau, also das ist so, rot ist nicht gut. Die hat sich das auch genauer angeschaut. Also das ist so ein kleiner Auszug von was da alles hineinfließt. Ihr könnt das nicht mehr lesen, ich kann das auch nicht lesen, weil es ist bei mir nur die Hälfte von dem, was in dem ganzen Ding drinnen ist. Die Daten sind alle Open Source, könnt ihr alles nachschauen, was da genau hineinfließt. Die rote Spalte zieht sich bis fast ganz unten durch. Also das ist so, ist schwierig, vielleicht wollen wir das doch selber machen, oder? Gibt es noch mehr Probleme bei denen? Unwesentlich. Also falls jemand ein Shared Secret braucht für irgendeinen bestimmten Account, wir hätten bei ein paar im Angebot, die werden von den Anbietern publiziert. Also genau, also es ist ja Shared Secret, man soll das ja mit der genau, also das ist das, was die Krypto von meiner VPN-Verbindung bei der Verschlüsselung schützt. Wir stellen das einfach auf die Webseite, weil das reduziert die Supportkosten. Ja, kann ich mir das Verschlüsseln aussparen. Also ist schwierig. Wenn ihr welche braucht, funktioniert. Also, findet man nichts. Also doch. Also, PureVPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nicht super schön. Nicht einmal so, wir bemühen uns nicht mal. Ja,
Für die neuen Regulierungen. Sie sind auch kreativ dabei. Entschuldigung. Also, selber hosten. Ne? Selber hosten. Was braucht man zum selber hosten? Bisschen Hardware. Bisschen Software. Naja, nichts Wesentliches. Eine VM oder ein Virtual Private Server, den ich mir wegen einem Hoster mieten kann oder wegen einem Cloud-Anbieter irgendwo zwischen 5 und 15 Dollar zu kriegen im Monat. Das Problem ist, dass man mittlerweile gar nicht mehr so kleine Server, wie man eigentlich bräuchte. Das ja, ist alles schon oberseits, genau. Was man kriegt. Die kleinsten VMs, die ich irgendwo mieten könnte, haben irgendwie mindestens einen Core mit mehreren Gigahertz, 10 GB Storage, 1 Terabyte Traffic oder so. Mehr als genug, um ein paar freundliche Menschen mit einem guten VPN-Tunnel zu versorgen. Wenn ich das nicht in Software machen will, sondern wirklich auf eigener Hardware, was nehme ich dann? Könnte man sowas nehmen, einen Raspberry Pi, Banana Pi. Genau. Das Ding hat mehr als genug Leistung für VPN-Verbindung für ein paar Leute. Also und den muss ich dann aber schon noch irgendwo in ein Datacenter stellen und ein Housing haben. Jetzt will ich nicht eine ganze 19 Zoll Höheneinheit mieten für das kleine Ding. Also könnte man viele... Also passt rein, aber ja. Da gebe ich jetzt das schöne Angebot ab, Beginn der Sommerferien vermutlich, genau. Von den wunderbaren Menschen von Funkfire, die haben ein Microhousing vor. Das heißt, ich kann da um wenig Geld einen kleinen Pi oder ähnliches hausen mit Internetanbindung und Strom und der fühlt sich dort wohl und wird gestreichelt. Genau, und in den Sommerferien ist auch schön Zeit, sich damit mal zu spielen. Ne? Genau. Die Software, die da drauf laufen muss, ja, brauchen wir halt auch und die Software schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Also wir haben uns eigentlich zwei herausgepickt. Zwei schöne Implementationen, die auch ein sicheres VPN anbieten, haben wir uns angeschaut und implementiert, ein bisschen Spaß im Gerät gehabt. Und das eine, mit dem wir mal anfangen, ist die OpenVPN Community Edition. Genau, OpenVPN Community Edition, das Ganze gibt es natürlich auch noch als kommerzielles Produkt, wenn man genug Geld übrig hat. Ist an und für sich eine schöne Lösung, basiert auf TLS und Zertifikaten, also an und für sich eine sehr sichere Lösung. Wenn ich ein bisschen Arbeit hineinstecke, kann ich das Ganze mit Username und Passwort-Authentifizierung auch wieder unsicher machen, will ich aber nicht. Das heißt, wir machen das ordentlich mit Zertifikaten und TLS. Bei den Zertifikaten ist es angenehm, ich kann die eben auch zurückziehen, wenn sie verloren gegangen sind. Ich finde sie nicht mehr oder irgendwas. Benutzt OpenSSL, das heißt, ich bin ein bisschen abhängig davon, dass meine Linux-Distri jetzt in meinem Fall das auch entsprechend patcht und aktualisiert. Das Schöne ist eben, ich kann wahlweise UDP oder TCP für den Transport verwenden, an und für sich verwende ich UDP, aber es gibt halt Situationen, Netzwerke, wo das nicht funktioniert, könnte ich auch TCP verwenden. Das Ganze habe ich auf einem Raspberry Pi einmal durchgespielt, der bei mir am UPC hängt und VPN spielt. Funktioniert ganz wunderbar. Zu installieren, ich brauche ein bisschen Software, ich brauche ein OpenVPN natürlich, das installiere ich mir nach, geht install OpenVPN. Da muss man jetzt wieder dazu sagen, da haben wir halt so die leichte Herausforderung mit allen Debian-basierten Systemen, dass die Software sei stabil ist. Ne? Das heißt, ich habe hier noch immer ein OpenVPN 2.3, aktuell wäre 2.4.1 und jetzt dann nach den Audits wird wahrscheinlich ein 2.4.2 oder ein 2.5 oder was auch immer kommen. Das heißt, da hinken wir ein bisschen mit der Softwareversion hinten nach. Ich bin trotzdem dabei geblieben, was defaultmäßig installiert wird. Security-mäßig kann man das schön hinkonfigurieren. Und es ist einmal eine schöne Übung, um dann das Ding auf 2.4.1 oder sonst was zu heben. Ist auch nicht viel schwerer, komme ich nachher noch einmal kurz darauf zu sprechen. Da brauche ich halt noch meine SSL-Libraries, damit ich das Ganze dann ordentlich TLS-mäßig konfigurieren kann. Und ich habe ein EasyRSA, wie der Name schon sagt, komplett verwirrend. Eigentlich ist es EasyCA, das ist nämlich das Tool, mit dem ich mir meine Certificate Authority erstellen kann, die ich eben brauche, um die Zertifikate zu erstellen. Das Ganze ginge theoretisch auch von Source, also das Configure-File, bevor ich den Code kompiliere, rennt länger als die tatsächliche Kompilierung des Codes auf einem Raspberry Pi. Geht, wie gesagt, ganz gut, sollte man dann einmal geübt haben wegen der Audits und den daraus folgenden Patches, die da kommen. Die Installation bzw. Konfiguration von OpenVPN gliedert sich in zwei Teile. Ich habe eben einerseits meine Certificate Authority, die ich konfigurieren muss, und ich habe dann die Konfiguration von OpenVPN selber. Certificate Authority, das ist sowas wie Let's Encrypt oder VeriSign, das heißt, das ist eine Instanz, die mir Zertifikate ausstellen kann. Ist ein komplettes Thema, ein komplexes Thema. Wer wissen will, wie komplex ist und wie man sich damit in den Fuß schießen kann, sucht doch mal beim Webstandard oder bei der FutureSoon nach A-Trust und liest die Meldungen dazu, das Popcorn dazu und man hat einen wunderbaren Nachmittag, was man alles mit CAs falsch machen kann. Mit unserem EasyRSA tun wir uns da relativ leicht, das heißt, wir erstellen uns ein Root-Zertifikat, damit ich dann eben für meinen Server und für alle Clients, die sich mit meinem VPN verbinden,
können, sollen ein Zertifikat ausstellen kann. Klingt fürchterlich kompliziert, ist aber nicht so schlimm. Deswegen heißt es ja auch easy. Easy, genau. Kleine Herausforderung auch hier wieder, weil wenn man mit dem PPM einen Talk macht, dann muss man natürlich die beste und neueste und schönste Krypto verwenden und sicherste Krypto verwenden. Ist auf dem Raspbian auch wieder ein bisschen eine Herausforderung, weil das Easy RSA wieder etwas älter ist. Das heißt, ich kann mit der Version nur RSA-Zertifikate erstellen. Die neueren Versionen können dann auch schon Elliptic Curve, was an und für sich das gewünschtere wäre. Ist auch noch performanter und manche andere Distribution hat auch schon die neueren Versionen als Paket verfügbar. Auch hier wieder, das ist an und für sich ein ZIP-File, das man von GitHub runterladen kann, fallen lassen und es tut. Also wirklich fein. Easy RSA liefert mir ein Skript mit, das heißt make.ca.dir. Das erzeugt mir ein Verzeichnis, in dem alle Files drinnen liegen, die ich dann so brauche, um eine CA zu erstellen. Das schaut man, wenn man sich das anschaut, so aus. Interessiert uns aber nicht, weil es ist eben Magic, die das alles für uns macht. Ich habe eine Datei, die ich konfigurieren muss, das ist die sogenannte VARS-Datei, hier setze ich Umgebungsvariablen, die mir die verschiedensten Parameter für meine CA, für meine Certificate Authority erstellen. Das Ganze kann ich entweder direkt am Raspberry Pi machen, empfohlen wird eigentlich im Hardening Guide, dass man das lokal am Laptop macht und dann die erstellten Zertifikate zum Server kopiert, weil es am Laptop unter anderem auch schneller geht, vor allem beim Diffie-Hellman da. Ja, also die meisten Laptops haben etwas mehr Amstradinter als ein Pi, ja, aber mit wirklich dabei. Genau. Was setze ich jetzt in meinem VARS-Konfigurationsfile? Ich setze zum einen die Keysize-File. Wenn man da in das Config-File hineinschaut, steht dort drin so, ja, also du kannst natürlich die Keysize-File von 1024 auf 2096 hinaufsetzen, aber das ist eigentlich nur für Paranoika. Also dieser Kommentar ist jetzt seit wie vielen Jahren veraltet? Zu lange. Das heißt, wenn ich mit RSA-Schlüsseln und RSA-Zertifikaten arbeiten muss, dann mit einer ordentlichen Keysize, das heißt, wir reden hier von 4096 Bit und darunter gibt es nichts. Das Ganze schießt uns dann nur ein bisschen quer, wenn wir den Diffie-Hellman-Parameter berechnen müssen, weil dieser Parameter, der errechnet mir dann eben auch eine 4096-Bit Diffie-Hellman-Parameter und das dauert dann halt ein bisschen, kommen wir aber gleich noch einmal dazu. Du wolltest mich unterrappen? Nein, gut. Für den Digest dann eben, da ist der Default-Wert SHA-1, das wollen wir auch nicht, das ist auch kaputt. Man könnte theoretisch auch noch MD5 eintragen, so, das will man noch viel weniger. Das heißt, SHA-256 ist hier das Setting der Wahl. Und dann kann ich mir natürlich noch überlegen, wie lange sollen denn meine Server und meine Client-Keys gültig sein. Vielleicht möchte ich da die Gültigkeitsdauer etwas hinuntersetzen. Ist halt für mich als Admin wieder ein bisschen Arbeit, aber an und für sich ein Security-Feature. Wie gesagt, Easy RSA kann eben auch schon, könnte theoretisch auch schon Elliptic Curve. Das heißt, ich kann auch angeben, möchte ich jetzt RSA-Zertifikate oder EC, also Elliptic Curve-Zertifikate, erstellen, in dem Fall RSA, weil auf dem Pi kann man noch viel mehr. Für die Certificate Authority brauche ich dann noch ein paar Parameter. Ja, da füllt ihr dann bitte die Texte entsprechend eurer Referenz ein. Klassischer Sitz 509. Genau. Hardpaper zum Ausfüllen, das geht dann schnell. So, damit habe ich eigentlich, ja? Ja, ich, also, ich... Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Wie ich das hier bekomme, ich einen Schock, und zwar, ich bin jemand, der befürworten würde, nicht dieses in die RSA und so weiter reinzutragen, sondern wirklich beim VPN komplett anonyme Daten, weil man möchte sich ja nicht... Was du dort hineinschaffst, bleibt dir überlassen. Das ist jetzt Ihr Vorschlag. Ja. Ich glaube nicht, dass linuxwochenendexample.com zugestellt wird. Damit bin ich jetzt einmal durch mein VARS-File einmal durch und ich kann jetzt an die tatsächliche Erstellung der CA gehen, aber ja, kann man schon so machen. Das heißt, ich wechsle in mein Easy RSA-Verzeichnis. Die Slides gibt es nachher online, da brauchst du nicht fotografieren. und source mir dann die Umgebungsvariablen in meine Shell hinein, damit dann das Easy RSA-Skript das Ganze findet. Und dann brauche ich einfach ein bisschen Zeit und starte was Webs. Das heißt, ich putze mir mal das Keys-Verzeichnis leer, wo dann die ganzen Ergebnisse hineingeschrieben werden. Mache dann über PKI-Tool erstelle ich mir quasi initial meine CA, mein Root-Zertifikat CA, mit PKI-Tool minus Server und einem Servernamen, in dem Fall Server, weil das ist ein Config-File, so offenbar so heißt, und erspare ich mir die Tipparbeit. Namen zu finden ist immer sehr schwierig. Ja, Namen finden ist in der IT immer fürchterlich, daher. Der Server heißt Server und gut ist es. Das geht noch relativ schnell. Das heißt, ich habe dann meine CA erstellt, ich habe mit dieser CA bereits ein Zertifikat für den Server erstellt.
Dann wechsle ich noch ins Key-Verzeichnis hinein und generiere mir das Shared Secret für die TLS Authentication, mit der ich meine OpenVPN-Verbindung noch mal ein bisschen absichern kann. Und als letzten Schritt baue ich mir dann noch meinen Diffie-Hellman-Parameter. Das ist dann das Teil, das länger dauert. Das heißt, ihr wollt es vielleicht, wenn ihr es auf dem Raspberry Pi laufen habt, in einer Teamwork-Session laufen lassen, damit ihr dazwischen auch einmal ins Kino gehen könnt oder so einen Laptop runterfahren könnt, ohne dass das abbricht. Genau, also Screen geht natürlich auch, das ist am Teil eigentlich schon drauf, muss ich nicht extra installieren. Ja, Screen ist so 1990. Nur, für das ist es gut genug. Und ansonsten, ja, also das kann auf dem Pi mit 4096 wirklich lange dauern. Geht ins Kino oder schaut euch einen Film an, alles unter Kontrolle. Wer es gestern nicht gesehen hat, wäre durchaus ein empfehlenswerter Film, den man sich anschauen kann. Ja, ich glaube, den kann man sich sogar zweimal anschauen, bis der Pi fertig ist. Aber genau. Wenn das dann alles erledigt ist, habe ich unter anderem eben mein Server-Key-Pärchen, meine Diffie-Hellman-Parameter, mein Shared-Key für die TLS, das TA-Key, eben das Shared-Secret für die TLS-Authentication und kopiere mir diese Files dann in mein etc/openvpn-Verzeichnis, damit dann der Server entspannt darauf zugreifen kann. Das sind dann die Files, die da rausgekommen sind. Das heißt, ich habe meine CA, ich habe meinen Server. Und ich brauche jetzt dann natürlich für jeden Client, der sich mit dem VPN verbinden soll, ein eigenes Zertifikat. Der Punkt ist hier für jeden Client, nicht für jeden User, sondern für jeden Client. Das heißt, wenn ich ein Laptop, ein Handy, ein Tablet und sonst was habe, dann brauche ich für jedes dieser Devices ein eigenes Client-Zertifikat. Das will man so haben, das könnte man an den Server-Config umdrehen, das wollt ihr nicht. Wir wollen für jeden Client ein eigenes Zertifikat haben. Geht auch sehr schnell, ist in ein, zwei Minuten erledigt. Und ich habe dann auch wieder mein Key-Pärchen, das CSR-File wäre in der Certificate Requesting, kann man dann eigentlich sogar schon löschen. Ja, wenn Sie ein löschen, Signing Request brauchst du noch nicht. Genau. Das heißt, was brauche ich jetzt dann alles am Client? Welche Dateien muss ich mir jetzt, wenn ich das am Raspberry Pi gemacht habe, zu meinem Laptop runterkopieren? Ich brauche mein Client-Zertifikat-Pärchen, ich brauche das Root-Zertifikat, der Certificate Authority und ich brauche das Shared Secret, weil Shared. Das heißt, das TA.key-File für mein Shared-Secret. Damit sind wir mit der CA-Konfiguration schon fertig, also ist gar nicht so schlimm, wie es ursprünglich geklungen hat. Ne? Das heißt, wir können jetzt zur Server-Konfiguration übergehen. Bei der Server-Konfiguration ist es so, OpenVPN, wenn ich apt-get install OpenVPN mache, das Binary, das da installiert wird, ist sowohl für den Client als auch für den Server. Damit ich mir dann nicht irrtümlich einen Server automatisch mit installiere, erstellt mir der Installer keine Server-Konfiguration. Das heißt, ich muss die entweder händisch köppeln oder ich kopiere mir aus den Beispielen, die mitgeliefert werden, eins in die. Da fehlt, wo ich das hinkopiere. Da haben wir einen Fisch da. Kopiere mir das Ganze natürlich nach /etc/openvpn, habe dann dort mein Server.conf-File und in dem muss ich dann auch wieder ein paar Dinge editieren, damit wir eine ordentliche Security haben, weil das wollen wir ja. Weil das ist das, wo die ganzen Guides online meistens ein bisschen schwächeln. Ne? Ja, also die meisten Tutorials, die ihr online findet, sind meistens für eine, sage ich mal, gut abgehangene OpenVPN-Version geeignet und hören bei dem Ding so, es hat endlich verbunden auf und dann macht sich niemand mehr darüber Gedanken, ob das jetzt komplett für die Fisch war, weil das verbindet zwar, ist aber komplett offen und die Verschlüsselung ist kaputt bis zum geht nicht mehr. Die meisten Tutorials erleiden das. Und ich kann es auch irgendwie verstehen, das ist schon mal Aufwand, wo man sich in Ruhe hinsetzen muss, um das zu machen. Aber das ist genau der Grund, warum wir jetzt nicht aufhören, sondern das von vornherein mit ordentlicher Krypto machen. Genau. Dem Server muss ich dann natürlich sagen, wo liegt mein Zertifikat, das Root-Zertifikat der Certificate Authority, wo liegen Private und Public Key des Servers, weil auf die muss er auch zugreifen können. Da ist eben wieder Server-CRT, das ist eben der, wie benenne ich das Ding, Server. Das, was man in der Konfiguration meistens machen muss, ist eben der Diffie-Hellman-Parameter, weil wir hier eben einen 4096-bitigen gerechnet haben. Das heißt, ich muss den Dateinamen entsprechend anpassen. Dann muss ich natürlich ein Tunnel-Network definieren, das heißt, welches Netzwerk verwendet er zwischen Client und Server. Kann ich mir irgendeines vorzugsweise aus dem Private-Block für den dafür vorgesehenen Block aussuchen. Das ist an und für sich kein gutes Beispiel, weil die OpenVPN-Server, wenn er startet, dann sagt so, das ist ein Netz, das wird sehr oft verwendet, da könntest du Probleme haben, kann man auch irgendein 1010 irgendwas nehmen oder sonst irgendwas, sucht euch irgendein Hübsches aus. Prinzipiell jedes RFC 1918, also Private Network. Bereich könnt ihr dafür nehmen, nimmt halt irgendwas, was vielleicht sonst in eurem Umfeld nicht in Gebrauch ist. Also das klassische
192, 168, 0 irgendwas ist wahrscheinlich auch nicht die optimale Wahl. Wenn du das schon erwähnst, muss ich dann natürlich in der Server-Config die Routen zu den verschiedenen Netzwerken auch vom Server zu den, zum Client hinunterpushen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall das Tunnel-Network, das ist das, was hier etwas gewichtiger hervorgehoben ist, hinunterpushen, weil sonst, also zum Client pushen, weil sonst weiß er nicht mehr, wo er die Pakete hinschicken soll. Und wenn ich dann noch ein zweites Netzwerk habe, zum Beispiel eben ein 192.168.0 irgendwas, wo ich halt meine NAS und meinen Musikserver und so weiter drinnen habe, dann muss ich die Route dorthin auch noch zum Client hinunterpushen. Genau. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr erfolgreich die Lightweek-Tabelle eurer Clients verwirrt. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Linux-Wochen-WLAN drinnen bin und eben nebenan der Wireshark-Workshop läuft, dann möchte ich vielleicht all meinen Traffic durchs VPN durchschicken. Das heißt, ich pushe auch zum Client hinunter die Konfiguration, dass er sowohl den kompletten Traffic, jedwigen Traffic, nämlich nicht nur den Web-Traffic, und auch die DNS-Request über das VPN machen soll. Sinnvolle Konfiguration im Normalfall, außer meiner Spezialkonfiguration. Ich kann dann auch andere Dinge runterpushen, wie zum Beispiel DNS-Server. Das wären die privacy-schonenden DNS-Server von CCC Deutschland und von Digital Courage. Kann man natürlich auch andere verwenden, die wollen. Was es dann noch gibt, ist die sogenannte HMAC Packet Authentication. Das ist ein Feature von OpenVPN. Der Autor der Software nennt das Ganze HMAC Firewall, was eigentlich dafür sorgt, dass alle Pakete mit diesem Shared Secret signiert werden, und wenn die Signatur nicht passt, kann er das Paket wegschmeißen, ohne es sich im Detail angesehen zu haben. Will man haben, ist praktisch. Dafür muss ich eben angeben, welches Shared Secret soll er verwenden. Das ist mein ca.key-File. Und dann gibt es dann noch etwas, das nennt sich Orientation. Das kann den Wert 0 oder 1 haben. Der Gag ist dann der, es ist egal welchen, aber Server und Client müssen einen unterschiedlichen Wert haben. Das heißt, wenn ich am Server 0 setze, muss ich am Client eine 1 setzen und vice versa. Das heißt, wir merken uns jetzt hier, in diesem Fall setze ich eine 0. Das heißt, wenn wir danach den Client konfigurieren, brauche ich eine 1. Des Weiteren setze ich dann eine vernünftige Krypto. Das ist dann auch für 241 die Werte, die man haben will. Genau, das ist momentan mit OpenVPN und OpenSSL in den aktuellen Versionen die beste Krypto, die wir da rauskriegen können. Das funktioniert, das hat auch gute Performance, das kann man sicher einsetzen, so ist es okay. Ja. Also, wenn das PEPI approved ist, dann bin ich schon mal ein bisschen entspannt. diese Dinge muss ich mir, warum ich darauf so eingehe, das muss ich mir merken, weil Client und Server die gleichen Werte gesetzt haben müssen. Wenn ich das nicht am Client setze, kriege ich keine Verbindung zusammen. Deswegen gehen wir das Ganze durch. Das betrifft auch die Compression. Das heißt, ich kann mit OpenVPN den Traffic auch noch komprimieren. Kann man darüber diskutieren. Es gibt Setups, wo der Server zu schwach ist, um dass die Compression dann schlussendlich langsamer ist als der native Traffic. Krypto und Compression ist auch immer so ein Ding, wo man darüber diskutieren kann, ob man das jetzt haben will oder nicht. Ihr könnt das aufdrehen, ihr könnt das abdrehen, testet das aus, was bei euch besser ist. Der Punkt ist auch hier wieder, dieser Parameter muss auf Client und Server gleichgesetzt werden, sonst bekommt ihr keine Verbindung zusammen. Letztes Setting unter Nicht-Windows-Betriebssystemen, also ordentlichen Betriebssystemen, kann ich den Client nicht als Root laufen lassen, sondern ich kann ihm meine Daemon Privileges geben, und damit habe ich auch wieder ein kleines bisschen mehr Security geschaffen. Damit sind wir auf der Serverseite durch. Ich starte den OpenVPN-Server einmal durch und schaue in den Logs nach. Das Ding loggt normalerweise in Syslog hinein, ob eh alles funktioniert. Die Logmeldungen von OpenVPN sind wirklich, wirklich gut. Er pusht euch in die richtige Richtung, wenn ich irgendwas falsch konfiguriert habe. Genau lesen, die Logfiles, da muss man ihnen wirklich Rosen streuen, sind wirklich, wirklich sehr brauchbar. Das ganze Netzwerkdingen, so Ports freischalten etc., Fingerübung, das sollte eigentlich. Ja, also bei der Firewall sollte halt den VPN-Traffic auch reinklassen, wenn ihr einen Server verwenden wollt, aber ja. Damit sind wir auf der Serverseite fertig und können uns ein bisschen den OpenVPN-Clients zuwenden. Genau, so sind wir ein Serverseite können auch Clients, ja, ist halt so. Da gibt es derer viele, für viele Plattformen. Einerseits natürlich, ja, Command-Line-Client gibt es, der heißt OpenVPN oder OpenVPN 2, je nach Distribution. Gibt es für Linux, BSDs, alles Mögliche, aber manche Leute mögen halt kein GUI, also ein grünes User-Interface, sondern bevorzugen grafische Oberflächen. Da gibt es unter Linux ein Plugin für den klassischen Network Manager, dann kann ich das darin auch konfigurieren, wie das ausschaut, sehen wir dann noch.
Am Mac gibt es zwei Dinge. Das eine ist Viscosity, ist ein kommerzielles Produkt, kostet heiße 9 Dollar. Kann von diversen Exportern die ganzen Configs easy importieren, lässt man verfallen. Das andere ist ein Open Source Produkt. Für iOS gibt es auch OpenVPN Connect als App im App Store. Das ist der offizielle Client von OpenVPN, rennt auf 6.0. Für Android gibt es auch den OpenVPN Connect Client offiziell und OpenVPN für Android heißt bald so. Die laufen beide Android 4.0 und gibt es sowohl im Play Store als auch über F-Droid. Und für Windows gibt es auch einen offiziellen Client, der heißt OpenVPN GUI.exe. Und auch wenn das Icon noch so ausschaut, es rennt nicht mehr unter XP. Das Problem an OpenVPN GUI ist, man findet kein GUI, wenn man es installiert hat. Der versteckt sich nämlich da ganz unten in der Statuszeile. Wärst du so freundlich, danke. So, würdest du das Icon ganz rechts hervorheben? Nein, nicht das kleine weiße, das da. Das ist das OpenVPN GUI. Also, ja. Was aber praktisch ist, er hängt sich auch in das Startmenü hinein und ich habe dann hier auch die Möglichkeit, eben direkt zu einer Beispielkonfiguration von OpenVPN zu kommen, falls mir mein Systemadministrator oder meine Systemadministratorin nicht schon ein nettes Config-File zur Verfügung gestellt hat. Das Config-File liegt dann eben im jeweiligen Benutzerverzeichnis drinnen und braucht ein paar essentielle Einträge, mit welchem Server möchte ich sprechen. Die Files, die ich vorher schon erwähnt habe, die wir am Client brauchen, damit der Client sich mit dem Server authentifizieren kann. Und natürlich auch wieder das Shared Secret für die TLS Authentication, in diesem Fall aber jetzt hier hinten mit einem 1er hinten dran, weil am Server haben wir den 0 gehabt, hier müssen wir die 1 haben, ja. Wie gesagt, wir brauchen dieselben Settings, auch hier wieder die Crypto und die Compression. Wie gesagt, ident zum Server. Und wenn das alles funktioniert hat, kriege ich eine hübsche Bubble-Info mit, hurra, ich bin connected und habe dann hier auch die IP aus meinem Tunnel-Network angezeigt. Dann ist das Icon hier schön grün und wir haben das jetzt ein bisschen größer gemacht, dass man es einmal sehen kann. Und dann ist das Ganze gut. Dasselbe gibt es am Client, dasselbe gibt es unter Linux auch. Ich brauche dafür den Network Manager OpenVPN, wenn die meisten Linux-Distros kommen ja mittlerweile mit dem Network Manager. Da kriege ich ein hübsches GUI, ich könnte theoretisch auch wieder die Config importieren, trage hier wieder ein, mit welchem Server, welche Zertifikatsfiles und dann muss ich unter Advanced mich durch die ganzen Tabs durchklicken und die ganzen Settings, die ich am Server gesetzt habe, hier auch nachziehen, das heißt Compression, Cypher, HMAC Authentication, TLS Authentication und dann habe ich, wenn ich Glück bin, ein Hackerl neben dem VPN, wenn ich drauf geklickt habe und bin verbunden. Am Mac schaut das ähnlich aus. Genau, am Mac kann ich auch die wunderschöne zur Verfügung gestellte OpenVPN-Konfiguration verwenden. Bei Viscosity über das Plus importiere ich die OpenVPN-Datei. Client sagt mir, ja, ist drin, schau sie dir nochmal an. Ich verbinde und sage, juhu, ist grün, ich bin connected, danke, das war's. Gibt es dann auch noch schön, somit ich sehe meinen Traffic, der das VPN wandert. Wenn ich Tunnelblick verwende, da gibt es zwar auch dieses Plus, das funktioniert aber nicht, dann muss ich die OpenVPN-Datei direkt reinziehen. Warum? Ja, ist halt so. Funktioniert dann schlussendlich aber auch. Und auch da kann ich natürlich an meiner Config noch rumdoktern für den Fall, dass irgendwas nicht geht. Und da bietet auch der OpenVPN-Server einen praktischen Debugging-Tipp noch. Genau. Weil wenn was bei OpenVPN nicht funktioniert, hat man entweder einen Fehler in der Config, das steht dann im Logfile drin, sowohl am Client als auch am Server, wie gesagt, sind wirklich gut. Ansonsten scheitert es meistens daran, dass die MTUs die MTU? Die Schummelzeit sind zwei Zeit. Ja, nein, zwei dass die MTU-Size nicht passt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, in meiner Server-Config einzutragen, MTU-Test. Und dann testet mir der Server, sobald sich ein Client verbindet, automatisch die MTU-Size, plus minus ein bisschen was, testet mir automatisch die MTU-Size, so würde das eben ausschauen, wenn alles gut funktioniert. Jetzt kriegen wir schon zwei Leute gleichzeitig Warnungen, es wird immer schlimmer. Für jeden von uns eines. Ja, das so schaut es aus, wenn alles gut ist, das heißt, tried und actual sind ident, wenn das Ganze nicht identisch ist, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich meine MTU, die Maximum Transmission Unit bzw. die Maximum Segment Size, die MSS, anpassen. Wie mache ich das? Ich berechne mir die korrekte MSS, indem ich von der MTU 40 abziehe und setze zwei Parameter, nämlich Fragment mit dem damit ausgerechneten Wert und MSS Fix. MSS Fix übernimmt den Wert, den ich bei Fragment eingetragen habe. Damit passt dann meine Package Size, die UDP. Die Daten werden so auf
aufgeteilt, dass sie in ein UDP-Backend hineinpassen und auf einmal funktioniert die Verbindung. Also wenn man keine Config-Fehler hat, liegt es meistens daran. Genau, und lässt sich einfach damit debuggen. Genau. Zu den OpenVPN Audits. Im letzten Jahr gab es zwei Bestrebungen, OpenVPN zu auditieren, was prinzipiell eine super Sache ist. Interessanterweise haben sich dann zwei voneinander unabhängige Gruppen gefunden, die OpenVPN auditieren wollen. Die sind auch beide schon im Prinzip durch und haben OpenVPN 2.2 und das während des Audits herausgekommene 2.4 bzw. 2.4.1 sich angeschaut. Die sind abgeschlossen, die Ergebnisse sind noch nicht publiziert. Beim OpenVPN-Projekt wird gerade daran gearbeitet, die Fixes in die Daemons einzupflegen. Deswegen, ihr wollt bereit sein mit eurem VPN, dass ihr dieses Security-relevante Update, das uns demnächst erreichen wird, auch spontan einspielen könnt und sicher sein könnt, das wird dann auch so passen. Ihr wollt nicht dann anfangen, eine neue Konfigurierung zu formeln in der Node mit Google. Das wird jetzt aber eng. Ja. 2.4.1 hat dann noch ein paar zusätzliche Security-Settings etc. Aber spielt euch damit herum. Wenn ihr das einmal durch habt, kommt ihr mit 2.4.1 von Source installieren und Easy RSA von Source mit in der aktuellen Version zu verwenden. Wunderbar zurecht. Tut, mei, macht, verpasst und dann sind wir mit OpenVPN jetzt mal durch. Und du hast jetzt für das, was du eigentlich für 15 Minuten geplant hast, in 10 Minuten. Haben wir noch 9, das heißt, wir sind jetzt in der Mitte des Vortrags. Und also für gewisse Definitionen von Mitte halt. Ja, okay, was wir jetzt machen, ist noch IPsec und IKV2 VPN einrichten. Wie viele Slides haben wir dafür jetzt noch? Ich glaube knapp über 6500. Ich muss jetzt die Framerate etwas erhöhen. Dafür gibt es praktischerweise ein bisschen Skriptmagie des alten VPN-Projektes, das aus Eigenbedarf von ein paar Leuten entstanden, die in den USA sehr viel unterwegs sind und eigentlich keine eigene Infrastruktur mehr betreiben, sondern alles aus der Cloud beziehen, aber trotzdem mal eben sich aus dem lokalen Netzwerk entfernen wollen mit einem verschlüsselten Tunnel. Und das soll halt noch einfach sein. Das Ganze ist inzwischen ein Projekt, das auf GitHub ist, ist komplett Open Source, könnt ihr euch anschauen. Und die Features sind so, das verwendet wirklich nur noch IKV2, hat gute Krypto, erstellt automatisch Konfigurationsprofile für sich, für zum Beispiel Apple-Geräte, hat Helper-Skripte, um User-Accounts anzulegen oder zu entfernen. Kann man optional auch als Adblocker verwenden, lasse ich normalerweise im Kleinen. Basiert auf Strong Swarm, also einer guten Implementation von dem ganzen Zeugs. Die Anti-Features hat eben keine veraltete Krypto und kaputte Daemons, kein L2TP, kein altes IKE, kein RSA, installiert mir keine Daemons, die ich nicht kenne, also wie Tor, wo ich dann irgendwo rauswandle, wo ich auch als User wissen muss, was genau passiert, hängt nicht von OpenSSL ab, das ist heutzutage auch durchaus ein Pluspunkt gelegentlich, und ich brauche halt keinen extra Client, weil die meisten Plattformen das schon anbieten. Was braucht man dafür? Achso ja, und ganz wichtig ist, behauptet nicht Anonymität oder so zu bieten, und es schützt sich auch nicht vor dem BND, KGB und MSS oder dem FSW, NSA und FSN. Was brauche ich dafür? Offiziell supported Ubuntu Server 16.04 LTS. Das ist schön, mit ein bisschen Spaß am Gerät und ein paar Korrekturen nach dem Skript bringt man das auch unter einem Debian Jesse zum Laufen. Red Hat, CentOS, FreeBSD, HardenBSD und so weiter geht sich aus. Da ist allerdings dann etwas mehr Arbeit notwendig. Bei der kleinsten VM, die ihr beim Cloud-Anbieter kriegt, die sind auch offiziell supported. DigitalOcean, Amazon, Google, Microsoft könnt ihr dort auch verwenden. Die Serverinstallation, die machen wir jetzt mal schnell, nachdem meine Slideware da nicht in der Lage ist, mir das Video hier auch anzuzeigen, muss ich mich da jetzt leider ein wenig umdrehen. Ihr könnt da sehen, wie die Installation funktioniert. Das ist quasi nackertes Linux. Ich kopiere mir aus der Dokumentation die Pakete, die Dependencies sind, einfach in die Command-Line und installiere diese Pakete. Da ist auch Python dabei, da ist natürlich also für Ansible, das Ganze basiert auf Ansible im Wesentlichen. Da sind einige Krypto-Bibliotheken dabei, aber ein Kleinzeug, das sich sogar bei österreichischen Bandbreiten innerhalb kürzester Zeit installieren lässt, weil das sind alles Binary-Packages, da brauche ich nichts kompilieren. Das Schöne ist, Sie haben nur auf ein Paket vergessen, das ist so wichtig. Genau, die Dependency sind gut dokumentiert, bis auf ein Paket, das hat gefehlt. Das Blöde ist, das braucht man dann auch gleich. Ist aber nicht weiter tragisch, weil was fehlt, ist ganz konkret das ZIP-Paket. Das ist Echtzeit übrigens. Also das ist wirklich so eine kleine Maschine. Okay, ZIP installieren wir halt nach. Ist okay. Man merkt das Echtzeit so, dass er jetzt bei dem Yes einmal kurz gezögert hat. So. Genau. Dann haben wir einen ZIP drauf. Der nächste Schritt ist, ich lade das IOS-Skript aus direkt vom GitHub gleich mal als ZIP runter und packe das aus. Da brauche ich dann jetzt das Anzip. Und wenn das ausgepackt ist, wechsle ich in das Algo Master Directory hinein.
Ja, da ist Zeug drin und ich sehe requirements.txt, aha, Python. Wir machen ein Python Virtual Environment, aktivieren das und installieren über pip dort die ganzen Python-Module, die ich dafür brauche. Da ist natürlich ein Haufen Python-Krypto-Module dabei. Da sind ebenfalls die entsprechenden Dinge dabei für Ansible, die benötigt werden, YAML-Parser, Zertifikate und die ganzen Interface-Bibliotheken für die diversen Clouds, also Azure zum Beispiel, für die Microsoft Cloud, wenn ich mir dort einen kleinen VPN-Server rausstanzen möchte aus dem Nichts. Ich mag auch die Schnelle. Ich mag ja die Profiles. Ja, also alles ist schnell und schnell. Wie gesagt, das rennt auch wirklich so schnell durch. Das ist recht überschaubar. Die Kryptografie dauert ein bisschen länger zum Installieren, aber ja, das halten wir aus. Machen wir mal einmal. Da ist recht viel dabei. S3 für Amazon und so weiter. Das nächste ist, da ist eine Config-Datei drinnen, in der lege ich meine User-Accounts an. Links oben in dem YAML-File tippe ich einfach ein, wie meine User-Accounts heißen sollen. Die schreibe ich da einfach rein und bin schon wieder fertig. Wenn ich möchte, könnte ich auch noch die Nameserver, da sind die Google-Nameserver drin, kann ich überschreiben und die vom CCC und von der Digital-Garage nehmen. Speichere das File ab, färbe es für die Magic-Soße an. Das ist Logo. Juhu, dann fragt es mich, wo will ich es installieren? Cloud-Anbieter, nein, eigener Ubuntu-Server. Okay, machen wir. Direkt am Server, auf Localhost, alles gut, ich kopiere die Public-IP von meinem Server hinein. Wir haben Algo noch nicht verwendet und macOS und iOS Clients sollen VPN on Demand verwenden können, also automatisch verbinden. Wir haben keine WLANs, denen wir vertrauen und wir brauchen am Server auch keinen Name-Resolver, SSH-Tunneling. Das Operating System Hardening kann man machen, funktioniert auch, ich habe es mir jetzt erspart und wir verwenden noch eine zusätzliche Crypto-Cypher, um Windows und Linux-Clients zu supporten, wir sind ja alle ganz lieb und nett. Und nachdem auch hier natürlich wir authentifizieren mit Zertifikaten, eine CA erstellt wird, gibt es dafür natürlich auch Passwörter und ich kann sagen, die hebe ich mir auf, weil ich möchte das auf meinem eigenen Server, den werde ich längere Zeit betreiben, dann kann ich das dort aufheben und jederzeit User hinzufügen. Wenn ich das auf irgendeiner One-Shot-Maschine in der Cloud mache, die ich nachher eh als Ganze wieder weghaue, brauche ich das nicht einmal aufheben, dann kann niemand mehr auch dort nachträglich was nachinstallieren. Sobald das durchgelaufen ist, habe ich da eben die Konfigurationsdateien, die Keys und so weiter für meine User und das ganze Ding ist fertig. Die zwei Passwörter, die ich aufheben möchte, werden angegeben und damit rennt der Server. Der funktioniert bereits und ich kann mich den Clients widmen. Bei den Clients haben wir schon gesagt, die Clients sind prinzipiell bei den meisten Betriebssystemen schon dabei. Das heißt, auf aktuellen Linuxen und BSD ist es einfach dabei, brauchen nicht mehr drüber nachdenken. macOS ebenfalls normalerweise dabei, bei iOS ab Version 8. Android leider nicht out of the box, da gibt es aber einen ganz wunderbaren StrongZone-Client, der funktioniert ab Android 4.0.3 oder höher. Allerdings gibt es den leider nur im Play Store, nicht auf F-Droid. Sorry, Bella, kein StrongZone für dich. Windows ab Version 10 ebenfalls mit inkludiert. Also wir haben eigentlich überall die Chance, einen Client zu verwenden. Die Client-Installation ist also eigentlich Konfiguration, ne? Ja, ist eigentlich relativ straightforward. Genau, als Mac-User bin ich da eben von dem Skript total verwöhnt. Ich kriege ein Konfigurationsprofil, funktioniert auf dem iPhone. Das kann ich am Mac einfach, ich kopiere mir das einfach vom VPN-Server runter, ich habe es eh schon lokal. Ich doppelklicke das einfach, das System sagt, oh, eine VPN-Konfiguration und ein Konfigurationsprofil, möchtest du sie installieren? Ich sage mir, wenn es sein muss, dann machen wir das halt. Ich kann mir natürlich noch genau anschauen, was in dem Profil alles drinnen ist und was da exakt installiert wird. Das installiert sich dann und sobald das Profil da drinnen ist, 3 Sekunden später hat das Ding connected. Das ist auch schon sofort verbunden. Das ist diese VPN-on-Demand-Funktion, die connected automatisch. Ich kann das natürlich auch abdrehen, wenn ich das mal nicht haben möchte. Auf iOS ist es ähnlich kompliziert. Ich mache das Profil dort auf, kann mir das natürlich wieder genau anschauen. Werde einmal nach meinem Passphrase vom Telefon gefragt, am Mac musste ich natürlich auch ein Passwort eingeben. Bekomme dann noch den netten Hinweis, dass das Zertifikat von diesem VPN-Server nicht für Web-Traffic verwendet werden kann. Und damit auch nicht für HTTPS, meine in the middle, Monster in the middle Attacken verwendet werden kann. Das ist eigentlich eine sehr nette Sache. Und dass dich das VPN nicht in Sachen Privacy und sonst was schützt. Das finde genau, ich das VPN-Server könnte man natürlich immer noch anschauen, aber nachdem ich den selber betreibe und mir selbst vertraue hoffentlich, dann sage ich, oh, installieren wir es halt, fertig, 3 Sekunden später bin ich verbunden am Telefon. Auch da kann ich wieder diese On-Demand-Funktion abschalten und in der Statusleiste ganz oben am iPhone sieht man dann auch immer das kleine VPN-Icon, dass es verbunden ist und dann kann ich auch schauen, ob ich am VPN-Tunnel rauskomme. Das Schöne am Handy ist, das Ding switcht wirklich zwischen 3G und WLAN hin und her. Ich wechsle das Netzwerk und 3 Sekunden genau. Später ist das WLAN wieder. Das ist dieser Mobile-Support bei iCloud 2, der mir ermöglicht, das automatisch beim Handover vom GSM aufs WLAN und zurück
oder auch zwischen den Sendtowern wird automatisch das VPN mitgenommen, reconnected, das hustet einmal kurz und ist sofort wieder da. Ich renne auch heute schon zum Beispiel hier den ganzen Tag damit um. Auch mit dem Linux-Wochen-WLAN funktioniert das alles ganz tadellos. Damit sind wir mit dem Algo-VPN durch. Ich bin ihm ja sehr neidisch, dass er das Algo ausprobiert hat und durch das OpenVPN mich durchquält. Auf der harte Arbeit hat der Martin gemacht, ja. Genau. Andere VPN-Lösungen gibt es natürlich auch noch. Ja, mit SSH, da geht immer noch mehr. Wir hätten da noch ein paar Ideen für ein paar SSH-Talks. Das heißt, genau. SSH Layer 2 VPN, das heißt, ich bridge mir über SSH zwei Netzwerke, um eben die Ressourcen in dem anderen Netzwerk bequem nutzen zu können. Das kann man schon machen. Ist gar nicht ist von der Config her, von der SSH-Config her sind es zwei Zeilen. Die Netzwerk-Config dahinter ist dann das, was meistens ein bisschen länger dauert, weil da brauche ich ein paar Devices, muss ich ein paar Bridgings einrichten und so weiter. Da muss man ein bisschen mehr was tun. Genau, ist aber doch immerhin schon auf SSH 5.6 verfügbar, also bei allen aktuellen Distros sollte das gehen, wenn man der SSH-Config und der Netzwerk-Konfiguration ein bisschen Liebe zukommen lässt. Ein toller Einwand kam noch von Ronda, danke dafür, S-Shuttle, sozusagen die Leute für die armen Menschen, die sich keinen tollen VPN-Server leisten können. S-Shuttle macht da eine Proxy-Lösung, nicht wirklich ein VPN, aber eine sehr nahe daran befindliche Lösung, auch schon mal recht komfortabel, ist auch ein Open Source Projekt. Ist glaube ich auf GitHub, oder? Ja. Ist auf GitHub. Ja, ist auf GitHub, Ronda nickt, dann stimmt das. Und die ganz primitive Lösung, das Ganze primitiv tut immer noch. Einfach und schnell zu implementierende Lösung, die auch sehr zuverlässig funktioniert und euch einen lokalen SOX-Proxy zur Verfügung stellt. SSH mit einem Dynamic Forwarding. Wie das genau geht, könnt ihr in einem unserer SSH-Talks der letzten Jahre zeitsouverän nachschauen. Und damit haben wir 14 Sekunden überzogen. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nachdem wir der letzte Talk sind, nehmen wir uns jetzt die Freiheit heraus, wenn es noch Fragen gibt. Die Orga nickt. Bitte, eine Frage. Du läufst ja. Was für die Frage gibt es? Ja, ich schieb's immer. Du hast keine Frage. Aber du musst doch die Frage stellen, sonst gibt es nicht. Also, wie schaut es mit Performance aus? Und zwar im realen Durchsatz in Sound Gigabit und welche Bereiche auf die Hauptdateien kriegen dort drauf? Gigabit habe ich nicht probiert. Wo kriegst du in Österreich Gigabit? Naja, um lokal eigene Netzwerksegmente zu bridgen, zum Beispiel Side-to-Side. Gigabit habe ich nicht ausprobiert, um ehrlich zu sein. Ich gehe davon aus, dass du beim OpenVPN, wenn du die Compression aufdrehst, da leider einen ziemlichen Tritt bekommst. Das heißt, da würde ich das eher lassen und schauen, was ich für ein Line bekomme mit den CPU da sparen. Beim IPsec, OpenVPN würde ich dann auch eher im Bridge-Mode fahren, ja. Und dann kriegst du es so. Dann sollte das halbwegs okay sein. Bei IPsec ist, glaube ich, nachdem das quasi von Connectionless arbeitet, auf IP-Ebene, sollte da eigentlich nicht wirklich viel Latenz dazukommen. Also das solltest du kaum, also sollte dich eigentlich nicht wirklich betreffen, sofern du nicht irgendwie Memory-synchrone, Back-to-Back-Glasfaserkisten hast, die CPU-Cycle-synchron für Banking-Anwendungen. Ich sage das nicht, ich weiß nicht. Dann will man das nicht haben. Ja. Also, da brauchst du noch zwei Testlizenzen zum Ausprobieren. Ja. Für alles andere ist es wurscht. Also auch am GSM-Netz, wo ich an sich schon High-Latency bin, das IQ2 VPN, das hupft einfach so. Das wird ja dann mit 5G alles besser. Bestimmt. Weitere Fragen? Ja. Persönliches Tink, also die Frage ist Erfahrung mit Tink. Tink ist ein quasi Mesh-VPN. Ich habe es mir ganz kurz angeschaut. Ich bin etwas unsicher, ob die Security davon, einfach aufgrund von der Tatsache, dass es seit langem nicht mehr weiterentwickelt wird. Ich habe es jetzt nicht wirklich viel ausprobiert. Ich habe auch persönlich nicht den Anwendungsfall dafür. Ich wäre bei Security technisch eher vorsichtig. Ja. Was gefällt? Es gibt nur Schoko. Also. Es gibt Leute, wie zum Beispiel den Paper, die meinen, naja, IPsec, das ist so komplex spezifiziert, dass das ist vermutlich unterwandert und allein wegen dieser Komplexität sollte man es nicht verwandern. Die Meinung ist wohl sehr unbenommen. Ja, die Frage war eben, weil IPsec doch recht komplizierter Standard ist, wie viel meint, das wäre möglicherweise oder potenziell unterwandert. Die Meinung sei belassen. Ob was du selber einsetzt und welcher Software du vertraust, ist immer eine Entscheidung, die nur du für dich treffen kannst.
Ich persönlich habe jetzt mit IPsec und IPv2 kein Problem. Das funktioniert für mich sehr gut. Und mit StrongSwan haben wir auch eine offene und freie Implementierung, die auditiert ist, wo ich sage, ich persönlich kann die Mathematik dahinter nicht mehr nachrechnen, aber ich habe Vertrauen, dass das soweit auditiert ist und dass das auch passt, dass ich das einsetze. Also, wie gesagt, deine Entscheidung musst du selber wissen. Und bei OpenVPN sind die Audits ja gerade durch, werden wir demnächst erfahren, was rausgekommen ist. Clemens zuerst. Zum Thema Performance bei OpenVPN habe ich ein paar Tests gemacht. Aktuell ein Embedded Hardware, nachdem es User Spaces hört bei so ca. 30 Mbit auf, ohne Kurz allerdings. Das ist ein bisschen mau. Celeron Hardware, also unteres Segment, bei 2 GHz ca. 250 bis 300 Mbit, danach ist auch Schluss. Danach ist einfach die CPU und die Interrupts am Ende. Obwohl du theoretisch also das Board schaffst, zum Beispiel Routing oder Max Power Gigabit. Okay, also um das kurz zusammenzufassen, Clemens hat das, Clemens übrigens beim Funkfeuer, beschäftigt sich da sehr genau damit, auch für die Housing von Embedded Boards, hat das getestet, auf so kleinen Boards eben 30 Mbit waren, ungefähr das, was du zusammenbringst über das VPN, das wird für manche Breitbandzugänge in Österreich schon genug sein, und auf kleineren x86 Celerons 200, 250 Megabit in etwa mit OpenVPN, mit Krypto. Habe ich das jetzt richtig? Ohne Krypto? Die Krypto? Ja, trotzdem ohne, ja. Ohne. Okay, die Krypto sollte an sich über OpenSSL auf die Hardware mit ASNI auslagerbar sein. Okay. VPN ohne Krypto ist halt relativ witzlos. Also, ja. Aber, danke. Ich hoffe, das beantwortet auch noch eine Frage, ja? Nein, hinter dir zuerst. Eigentlich zwei Fragen. Zwei. Die Frage ist, Forward Secrecy bei OpenVPN, wenn du ein DHI, also Diffie-Hellman FMRL oder EC-DHI, Elliptic Curve Diffie-Hellman FMRL Handshake verwendest, hast du Forward Secrecy beim Key Exchange und damit sollte das okay sein. Zweite Frage. Also, die freundlichen Blue-Code-Admins in deiner Umgebung können dir sicher genauer sagen, wie du das mit der die Packet-Inspection auseinanderhalten kannst, wenn es dein Ziel ist, diesen Traffic zu unterbinden oder unterbinden zu müssen. Prinzipiell, ich glaube, dass es geht. Okay, auch dann ist die Info von den Blue-Code-Admins, die solche Intercepting-Firewalls administrieren, gut, weil die können dir dann auch sagen, wie du dran vorbeikommst meistens. Ich habe es mir nicht konkret angeschaut. Auf Packet-Level, wie man es auseinanderhält. Aber wenn du einen Talk dazu machst, wir würden dann nächstes Jahr gerne in Leon sitzen. Also. Genau, also du hast jetzt ein Jahr Zeit, um das vorzubereiten. Wir freuen uns schon drauf. Dankeschön. Du hattest noch eine Frage? Eine letzte Frage. Und zwar, was haltet ihr vom Anbieter der Teilweise? Gehst du noch einmal auf die Slides? Ja. Ich halte von den Anbietern. Ja, das ist alles sehr schön. Ich bin mein eigener VPN-Anbieter aus einem ganz einfachen Grund, nämlich diesem. Die Webseite heißt thatprivacysite.org und dort findest du 180 VPN-Anbieter. Wenn der von dir Interessierte da dabei ist, schau dir an, wie die Settings sind und entscheide dann, ob du nicht vielleicht auch selbst einen VPN-Server betreiben möchtest. Wie gesagt, es ist durchaus interessant, was da steht. Und was da hineingeflossen ist. Eine allerletzte Frage von Luto. thatoneprivacysite.net. Okay. Der Luto korrigiert mich zu Recht. thatoneprivacysite.net. Ja. Welche Folge? Wo kann man die Folien anschauen im Internet? Die Folien kommen dann, wenn ich nachher dazu komme, ins Grab zum Runterladen und landen auch auf meiner Webseite, so wie auch von gestern, die schon dort sind. Das heißt, ich twitter das dann mal und dort können Sie dann. Auf der Linux-Wochen-Webseite, im Fahrplan und auf meiner Seite kriegt ihr die Slides. Ja. Herzlichen Dank.